So, die Kameras werden immer komplexer von den Funktionen. Ich versuche die wichtigsten Sachen irgendwie einzufangen, um euch das zu erklären. Wir haben hier hinten die 4-Megapixel-Kamera, die Fotos in einer Auflösung von 2688 x 1520 Pixel macht. HTC selbst sagt, je mehr Pixel heißt gar nicht, desto besser, sondern Ultrapixel müssen es sein. Ultrapixel sind quasi größere Pixel, die mehr einfangen und deswegen auch mehr Licht einfangen können und somit zu besseren Bildern führen können. Dann haben wir hier diese zweite Linse, die eigentlich nur dafür da ist, um ja Informationen über den Raum, über die Tiefe aufzunehmen und dann weitere Funktionen anbietet, wie einen nachträglichen Fokus setzen, weitere Effekte drauflegen. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir ein paar Bilder sehen. Außerdem hat das Gerät einen BSI-Sensor, wir haben eine F2.0-Blende, das hier ist ein 28mm Objektiv. Zusätzlich haben wir hier noch HDR, Panoramaaufnahmen kann man machen, wir haben Videostabilisierung und einen digitalen Zoom. Und was wir hier sehen, ist der Smart Flash. Und den kennen wir so ähnlich auch schon vom neuen iPhone, wodurch wir hier unterschiedliche Temperaturen erzeugen können mit dem Blitz und somit eine schönere Farbe haben. Wenn man jetzt ein Foto macht, dass es nicht immer so fake aussieht, so angeblendet, Bams ins Gesicht, sage ich mal so, sondern dass man hier so ein bisschen, ja, einen schöneren Ton hat. Smart Flash 2.0 nach HTC, zwei verschiedene Temperaturen, schauen wir uns auch genauer an. Außerdem könnt ihr mit diesem Gerät Videos aufnehmen, und zwar Full-HD-Videos, kein 4K, oh mein Gott, das können viele neue Geräte bis jetzt, dafür können das sehr wenig neue Geräte abspielen, wo man immer noch sagt, ist es noch nicht ganz an der Zeit, aber andere können es. Und das hier ist das neueste HTC ohne 4K, wenn euch daran was liegt. Aber Full HD 1920x1080 Pixel und diese Frontkamera hier vorne kann auch was. Denn HTC hat sich gedacht, es wird immer wichtiger, dass man auch mit der Frontkamera gute Fotos machen kann. Und das stimmt ja auch. Es machen sehr, sehr viele Leute Fotos mit der Frontkamera, unter anderem irgendwelche Oscar-Preisträger und so weiter. Und deswegen haben wir hier eine 5-Megapixel-Kamera drin, die Fotos in einer Auflösung von 2592x1944 Pixel aufnimmt. Wir haben hier ein Weitwinkelobjektiv, was also mehr Leute zum Beispiel einfangen können soll. Und wir haben hier die Möglichkeit, in Full HD aufzunehmen, 1920x1080 Pixel und auch hier HDR. Gehen wir in den Kameramodus. Ich versuche das User Interface ein bisschen zusammenzufassen. Ihr seht hier erstmal Touchfokus, dann ein sehr nerviges Geräusch, was noch eingestellt ist. Wir haben hier weitere Einstellungen, die wir vornehmen können, wenn wir im Fotomodus sind. Auslösen geht hier, Touchfokus, auslösen. Touchen, touchen, Ausfokus. Also ihr seht auch hier haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche zu fokussieren. Aber mit dieser neuen Linse könnt ihr das auch im Nachhinein, schauen wir uns gleich an. Automatisch haben wir hier also den Modus. Wir haben hier die ISO-Einstellung. Ihr habt hier Belichtungsparameter, die ihr vornehmen könnt. Sachen zum Weißabgleich, Helligkeit, Sonne, Cloudy oder so. Weitere Effekte, die ihr hier draufsetzen könnt. Vignette, Tiefenschärfe. Eigentlich ganz coole Funktion, muss man dann mit rumspielen, muss man auch mögen, kann man ja im Grunde mittlerweile auch besser dann einfach nachher bearbeiten. Hier auf Einstellungen gedrückt, haben wir hier Make-up-Stufe, Bildanpassung, wie ihr sehen könnt, Kontrast, Schärfe können wir hier einstellen, Zuschneidung 16:9, Raster, Foto mit Geotag versehen, Selbstauslöser könnt ihr einstellen, kontinuierliche Aufnahme, macht er auch so. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Beste auszuwählen. Das bearbeitet ihr, glaube ich. Der Rest sollte eigentlich gelöscht werden. So, gucken wir noch weiter in die Einstellung. Ich möchte eigentlich den Ton mal ausstellen. Selbstauslöser war das. Kameraoption, Lautstärkeoption. Okay, jetzt erschließe ich mir jetzt nicht alles sofort. Tipps, Hilfe, Kameraoption. Automatisch Schlächeaufnahme haben wir noch und so weiter. Lautstärke. Achso. Zoomen könnt ihr hier nicht, sehen wir gerade. Aber wir können hier per Pinch to Zoom einfach reinzoomen. Ihr könnt hier oben den Blitz einstellen, automatisch oder an. Ich mache ihn mal an, gucken wir mal, wie das aussieht. Es geht immer so schnell, aber ihr seht, beide Lampen haben geleuchtet. Und ich mache mal eine Aufnahme von diesem kleinen Seehund. Mit Blitz bitte.
Zack, gehen wir hier rein. Und das sieht jetzt erstmal ganz in Ordnung aus. Also er ist auf jeden Fall nicht grell angeschienen, wie man das von früheren Blitzen noch kennt. Aber ja, ist halt auch die Frage, inwiefern das jetzt hier was bringt gerade. Das muss man nochmal genauer testen dann. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, unterschiedliche Modi dann auszuwählen. Wir sind im Fotomodus, jetzt sind wir im Videomodus. Auch da könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen. Ihr habt hier zum Beispiel die Möglichkeit, Slow Motion einzustellen, Full HD, Fast Full HD ist es, dann Zeitlupenmodus und HDR. Beim Zeitlupenmodus fängt es jetzt hier so komisch an zu flimmern. So, stoppen wir das Ganze mal. Schauen wir uns das mal kurz an. Und hier der Slow Motion Modus. Haben wir keinen Ton dabei anscheinend. Ihr könntet jetzt hier auch noch einen Bereich abspeichern, wie ihr sehen könnt. Also einfach im Video einen Bereich abspeichern. Ansonsten sieht die Slow Motion doch gut aus, müsste man jetzt erstmal so behaupten. Was haben wir hier noch für Einstellungen? Das ist so viel, wie gesagt. Wir können hier erstmal, gehen wir mal hier wieder in den normalen Modus. Wir haben hier noch Zoe. Zoe filmt quasi auch, aber eigentlich ist es auch ein Foto. Ich finde es selber immer noch schwierig, das zu verstehen, denn ihr habt hier dann die Möglichkeit, das nachzubearbeiten, wenn ich hier mal auf Bearbeiten drücke. Könnt ihr dann eigentlich das beste Bild irgendwie auswählen. Eigentlich konnte man hier dann auch Gegenstände löschen. Hier sehen wir das. Objekt entfernen. So, und dann möchte ich diesen Seehund entfernen und das funktioniert meistens nicht. Aber das können wir dank Zoe Dinge entfernen, die wir nicht entfernen können. Stand irgendwas? Kann nicht angewendet werden, halten Sie die Kamera still bei der Aufnahme. Okay, dann lag das auch an mir. Ja, aber das ist auch Zoe. Diese App hatte ich euch ja im letzten Videotest gezeigt. Selbstporträt oder im letzten Teil. Wir haben hier die Möglichkeit, zur Frontkamera zu wechseln. Und wir können hier auch eine Dual-Aufnahme machen. Ich bin jetzt hier so komisch im Schatten. Ihr könnt hier quasi dann beide Kameras gleichzeitig benutzen. Ups. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so eine 3D-Panorama-Ansicht. Und da habt ihr die Möglichkeit, hier seht ihr das, so Vierecke abzufahren. Da fahrt ihr quasi so rein. Müsst ganz still halten, was total schwierig ist hier hinter der Kamera. So, bis der Balken aufgeladen ist. Und dann habt ihr ein Foto und könnt quasi den ganzen Raum ablichten. Ich habe hier auch so ein Beispiel mal vorbereitet. So sieht das dann in der Galerie aus. Und dann wird hier der Raum so dargestellt. Ihr könnt hier so rumzoomen. Rumzoomen, sag ich schon. Könnt ihr auch. Ihr könnt reinzoomen, drehen und so weiter. Und ich habe hier einmal alles abfotografiert. Das waren schon einige Fotos, die man da machen muss, damit man das ganze Bild einfängt. Und man sieht hier auch, so ganz sauber funktioniert das dann auch noch nicht, dafür, dass man so viele Bilder macht. Aber es sieht schon ganz cool aus. Man nimmt hier schon den Raum als Raum wahr. Und auch hier könnt ihr Einzelbilder abspeichern in eurem, ja, in euren Alben dann. So, was wir uns jetzt auch anschauen wollen, ist, was wir denn hier mit diesem U-Focus, so heißt es nämlich, diese Doppellinse oder diese Funktion, die diese Doppellinse ermöglicht, was wir damit erreichen können, schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe ein Foto gemacht und das könnt ihr dann im Nachhinein nachbearbeiten. Ihr seht jetzt hier ein Bild und im Vordergrund haben wir hier diese Dachziegel, hinten einfach ein Haus. Und wenn ihr dann auf Bearbeiten drückt, habt ihr hier bei Effekte unterschiedliche Dinge, die ihr einstellen könnt. Unter anderem den U-Focus und den wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Das ist nämlich das, was so besonders ist. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, einen Bereich auszuwählen und er wird dann fokussiert. Ihr seht jetzt vorne unscharf, hinten scharf oder vorne scharf, hinten unscharf. Und das soll diese ja, Spiegelreflex-lookartige Darstellung
tolles Wort, zeigen. Ihr könntet das natürlich aber auch direkt per Touch-Fokus unterschiedlich fokussieren und müsstet das dann nicht im Nachhinein machen. Warum ich diesen U-Fokus nicht immer so gut finde, ist, dass man hier ganz oft sieht, wie hier, dass zwar hier der Bereich jetzt scharf ist und hinten unscharf, aber da, also das hier sollte ja auch nicht, also so unscharf sein. Und das ist einfach immer so eine Kante, wie ihr sehen könnt. Also hier vorne scharf, dann kommt hier so eine Kante und dieser Bereich ist halt unscharf und Pech gehabt. Da ist nicht so dieser Übergang und deswegen sieht das Ganze dadurch gar nicht mehr so realistisch aus. Aber ihr habt diesen U-Fokus und das eine oder andere Mal funktioniert das dann auch ganz gut, habe ich gemerkt. Was HTC auch noch sagt, ist, dass man hier so andere Effekte hat, zum Beispiel hier diese komische Verfremdung. Und da seht ihr nämlich auch, was ich meine mit Übergang. Hier sehen wir jetzt, so hat er es gut abgetrennt. Dach vorne ist jetzt so bleistiftartig markiert. Nach hinten, achso, wenn wir vorne markieren aber, so, jetzt kriegt das gar nicht mehr hin, oder was? Doch. So, hier seht ihr, da wird dann halt die Hälfte des Dachs irgendwie mitmarkiert. Ihr habt aber hier noch weitere Einstellungen, sowas, total praktisch. Also, weiß ich nicht, das erinnert mich irgendwie manchmal an so Love Parade Fotos, wo dann eine Menschenmenge und einer wird so rangezoomt, so mit Neonfarben. Naja. Dann haben wir hier Cartoon. Könnt ihr einen Bereich cartoonartig darstellen. Und das hier ist vielleicht das Einzige, was man da mal benutzt. Schwarz-Weiß. Könnt ihr quasi einen Bereich schwarz-weiß, den anderen farbig. Ja, aber hier seht ihr, was ich meine. Also das kann man jetzt gerade gar nicht so klar trennen. Finde ich deswegen auch nicht so toll. Deswegen schauen wir uns hier noch an, was wir noch so machen können. Nämlich haben wir hier die Möglichkeit, Jahreszeiten einzustellen. Das bedeutet, ihr könnt hier einen frühlingshaften Look reinbringen. Ihr könnt hier einen Löwenzahn-Look reinbringen. Typische Jahreszeit, einen Ahornblatt-Look oder einen Schnee-Look. Und dann könntet ihr quasi, merkt ihr, wie sich die Farben auch verändern, wenn ihr quasi ein Sommerfoto macht, aber es gerne winterlich haben wolltet. Ist ja klar, passiert öfter, dann kann man das benutzen und dann könnt ihr auch eigentlich das Ganze speichern als Foto, wie ihr sehen könnt, oder als Video, das bedeutet mit diesen schönen Schneeflocken. Und dann könnt ihr jemandem ein Schneeflocken-Video schicken. Dann haben wir hier, das ist ganz interessant, diese 3D-Ansicht und ihr seht hier, das ist durch diese Linse auch, dass wir hier quasi so eine räumliche Tiefe haben. Wir können uns hier hinter dem Ziegel verstecken oder drüber schauen. Das kann man dann natürlich nur auf diesen Geräten abspielen, aber auch das hier könnt ihr dann hier oben rechts abspeichern. Ach nee, ihr könnt dann quasi ein Bild raussuchen. Ihr könnt es dann abspeichern und dann anderen zeigen, so in 3D. Der Dimension-Plus-Datei abspeichern oder den aktuellen Bildschirm speichern. So, und jetzt habe ich hier diese Dimension-Plus, also 3D-Datei abgespeichert. Und dann könnt ihr jedem immer zeigen, wie cool das aussieht. Ja, das waren fast alle Einstellungen. Wir haben hier aber noch die Möglichkeit, zu retuschieren, zu zerschneiden, irgendwelche Sticker darauf zu setzen. Das ist ja eigentlich ganz witzig, so Gasmasken oder so, wenn ihr irgendwen anderes fotografiert. Die Effekte sind natürlich cool, man hat hier noch so Filter, wie ihr sehen könnt, also wir können hier relativ viel im Nachhinein bearbeiten, zuschneiden und wir haben hier die Möglichkeit, durch diese zwei Linsen, ja, so ein paar coole Effekte zu benutzen, so ein paar, ja, dieses Schwarz-Weiß und Bunt, aber ob man sagt, okay, deswegen kaufe ich mir das Gerät, weiß ich nicht. Das Samsung S5 haben wir uns gerade erst angeschaut, kann ja auch so den Fokus im Nachhinein neu setzen, ganz ohne Linse und ja, dieser extreme Schnickschnack, den wir jetzt hier haben, den man vielleicht gar nicht benutzt, der ist dann nicht dabei. Ja, ich werde euch trotzdem jetzt einfach mal ein paar Fotos zeigen, damit ihr einen kleinen Überblick bekommt. So, die Sonne scheint, wir filmen mit dem HTC One M8. Ihr hört mich durch das Mikrofon von dem Gerät. Es windet ein bisschen.
Und ich bin gespannt, ob ihr auch das hört, denn das stört ja schon immer, wenn man so eine Filmaufnahme macht. Ranzoomen könnt ihr ganz einfach, während ihr filmt, per Pinch to Zoom. Ihr könnt das Ganze auch pausieren und dann filmt ihr einfach weiter an einer anderen Stelle. Full HD, wie gesagt, ihr könnt auch den Fokus, während ihr filmt, setzen auf unterschiedliche Gegenstände. Das bedeutet Vordergrund, Hintergrund unterschiedlich fokussieren. Was mir aufgefallen ist, ist eigentlich schon, dass bei Gegenlicht oder Dunkelheit der ganz gut nachjustiert und gute Darstellungen bietet. Und jetzt filmen wir auch nochmal mit der Frontkamera, auch im Full HD. Ihr könnt übrigens einfach von der normalen Kamera zur Frontkamera wechseln, indem ihr von oben nach unten wischt. Einfach so wie die Notification Bar. Ja, und eine Sache noch, wenn ihr zur Frontkamera wechseln wollt, dann wischt ihr einfach von oben nach unten und dann seid ihr im normalen oder im Frontkameramodus. Und was man auch machen kann, einmal hier als Beispiel, wenn ihr hier auf Bearbeiten drückt, habt ihr die Möglichkeit, Filter einzusetzen, Effekte. Ihr könnt hier nicht diese Effekte einsetzen, 3D und so weiter natürlich, weil wir nicht diese doppelte Linse haben. Aber wir können hier retuschieren. Und zwar könnt ihr die Beleuchtung verändern. Schauen wir uns das mal an. Und er erkennt das Gesicht. Das ist eine Gesichtserkennung, die der sofort erkennt, während ihr quasi schon ein Foto macht. Weiß er schon, ah ja, das ist ein Gesicht. Hier könnt ihr auch noch schön hoch reduzieren, damit das hier wirklich. Seht ihr, dass die Haut total rein ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr denkt, ihr seid zu dick, auch noch sagen, wir machen hier das Gesicht schmaler. Habt ihr gesehen? Macht man hier einfach so immer schmaler und schmaler. Und das ist doch perfekt. Seht ihr, da ist schon fast kein Kopf mehr, aber sieht immer noch sehr gut aus. Kriegt ihr so eine Zoom-Variante. Und wenn ihr denkt, eure Augen sind zu klein, dann macht ihr die auch noch viel größer. Und langsam nähern wir uns den Topmodel von Germany's Next Topmodel. Ihr habt einige Fotos gesehen, ihr habt die Videos gesehen, dadurch könnt ihr das natürlich noch ein bisschen besser einordnen, einschätzen. Die Kamera wird kritisiert, 4 Megapixel hat sie nur, sie wird als schlechter bezeichnet, schlechter als das Samsung Galaxy S5. Ihr habt hier aber diese doppelte Linse, ihr habt hier einen Blitz, der quasi bessere Temperaturen erzeugen soll. Ihr könnt hier 3D-Fotos machen, also diese leichte 3D-Neigung. Ob das Ganze jetzt so gut ist oder nicht, ist immer so eine Sache. Wir haben Ultrapixel, wir haben hier eine sehr gute Frontkamera. Ich finde, die Fotos, die dabei rauskommen, sehen schon gut aus. Dieses Nachfokussieren ist jetzt in Ordnung, macht Spaß, aber ist auch nicht jetzt der Sinn der Sache, würde ich sagen. Das ist nicht der Grund, warum man sich dieses Gerät kauft. Die Fotos, die rauskommen, ja, die sehen trotzdem gut aus.